Ich dachte, ich hätte das. Ich dachte, ich hätte dich auf Deutsch geschalten. Trifft sich gut. Ich kann nämlich sowieso nicht so schnell lesen, wie die Dings immer da weg sind. What the fuck? Ich hab dich vorhin noch auf Deutsch geschalten. Du dummes Kackspiel. Gut, jetzt müsst ihr halt Englisch können. Das ist jetzt halt, böse gesagt, euer Problem. Nochmal von vorne, bitte. Nö. Nö. Ich stell sonst gleich auf Italienisch, wenn ihr so weitermacht. Ich find's geil, wie seine Untertitel so ein bisschen wellig sogar sind. BZW, wo hat Bowser Tesafilm her? Das frage ich mich gerade viel eher. Irgendwie sollten wir da was tun, oder? Und Kamek ist schon immer ein Yu-Gi-Oh! Duel-Land gewesen, ich wusste es. I fucking knew it. Und bei fucking Bowser sieht aus, als hätte er Mumps. Oder er wäre ein Hamster. Ist mir nie aufgefallen, aber Bowser sah in der Version immer so ein bisschen aus wie ein Hamster. Whatever. Erpresser de Jugo! Idiomas! Gut, ich verstehe schon. Ihr wollt das Spiel verstehen, ne? Commence partie! Okay, nee, es ist gut, ich hab verstanden. Alles gut. Ich bin auf Deutsch. Ich hab keine Ahnung, was, ne? Ui, Tiffy. Gib einen Namen ein. Tiffy. Das hat sowieso keine Auswirkung aufs Spiel. Spicy. Lass es mir jetzt schon mal gesagt sein, ich werde mich definitiv weigern, meine Wii anzuschließen. Das wird funktionieren, ob es will oder nicht. I don't fucking care. Post ist da! Ist unrealistisch. Postboten machen das nie. Klingeln ja nicht mal. Ich warte seit über einer Woche auf meine Kopie von Toy Story 2. Mario, unser Peach hat uns geschrieben. Ich lese den Brief vor, okay? Ich bin dumm? Was ist mit dir los? Also gut, mal sehen. Ich kann auch nicht lesen. Gib heute einen Schluss an den Empfang, Mario und Luigi werden hier begrüßen zu dürfen. Viele Gäste aus nah und fern, oben erscheinen. Richtiges Bankett, allerlei Unterhaltung erwarten euch hier. Oh geil, das letzte Mal, als sie das gesagt hat, ne? Alles, was du gehört hast, war Yahoo, Yahoo, Yahoo! Und dann ist man irgendwelche Treppen hochgeschossen. Kleine Challenge, Level kein Leben oder Orden und Blumen. Nur Orden und Blumenpunkte. Habe ich sogar mal überlegt, das zu machen, aber. Ich glaube, dann wird das Ganze frustrierender, als ich möchte. Und da habe ich dann doch keine Lust drauf. By the way. Shit's too loud, right? Was für ein Schloss, ich kann nicht, aber seid seht, offenbar sind die meisten Gäste schon eingetroffen. Die meisten Gäste sind fucking Toads. Gott, das klang irgendwie rassistischer, als es sollte. Es tut mir leid. Und willkommen, Mario, das ist ja verwerfend. Oh, übrigens.
Darf ich, by the way, mal erwähnen, wie das Ü aussieht? Das Ü sieht echt so aus wie ein sehr krasses Smiley. Ich will doch nur mit dir reden. So viele exotische Leute an einem... Was heißt die exotische Leute? Hier sind alles Toads. Ja, guck mal, Luigi hat's verstanden. Ich komm später, na, ich will mich noch umsehen. Drückst du A, drückst du A, kannst du Tür machen auf. Famas Luigi Türke. Wunderbar. Oh, sehr gut. Also, Frost T kennengelernt. Bist du weit wie in Biberregion und Norden hergekommen. Ihr seid alles fucking Toads. What the fuck is your problem? Aber ich finde es halt süß, dass es wirklich so wie das Schloss aus Super Mario 64 ist, ne? Scheint nicht zu öffnen. Ah, cool. Also kein Bomb-Bombs Battlefield für uns. Den Korridor zu Bowser haben sie offenbar komplett dicht gemacht. Ist die Rutschbahn noch da? Ach, die Rutschbahn haben sie auch dicht gemacht. Was ein Scheiß. Darf ich mal anmerken, es ist ein Pinguin hier auf der gesamten Feier. Das Schloss ist absolut atemberaubend. Ich wünschte, ich könnte für immer hier bleiben. Naja, so. Ich weiß nicht, ne? Okay, jetzt. Okay, now we're talking. Das ist doch schon mal ein bisschen mehr als nur Toads. Ist das eine Maus? Ich höre so ein bisschen. Leute in der Stadt sind unglaublich freundlich. Ich werde diesen Ort zu meinem zweiten Zuhause machen. Okay, cool. Das ist ein fucking Cooper mit einem Pinguin. Komm mal, Repräsentant von Beaver City, ich bin der Bürgermeister. Meine Güte, ich bin schon jetzt. Ich muss zusammen mit Frosttee ein paar Souvenirs besorgen. Was ist deine Sorge? Das Cooperheim, das ist hier ganz in der Nähe. Oh, mir wurde gerade Ehre zuteil, mit Präsident Pete zu sprechen. Aber eine wundervolle Dame sie da ist. Scheint sie nicht zu öffnen, geil. I like this house. Was bist du, ein Schaf? Ich bin noch in der Ausbildung, Sir. So viele Gäste. Ich bin den ganzen Tag wie ein Kessel. Wie ein Kesselpauke? Was ist so alles, ein Kesselpauke? Du hast, glaube ich, zu viele Sorgen gerade. Ich gehe dann mal. Kumpel hat ein bisschen viele Sorgen. By the way, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal mache, aber ich spiele fucking Paper Mario mit einem PS4-Controller. Es ist einfach... Es ist irgendwie weird. Wir sind in die Gemächer zurückgezogen. Okay, verstehe schon. Speedrun Tactics. Oh Mario, du bist gekommen, um mich zu sehen. Du bist so süß. Vielen... Oder wenn wir was ausholen, ist sehr ermüdend, all die Gäste zu begrüßen. Bitch, was ist dein Problem? Es ist wirklich ermüdend, all die Gäste zu begrüßen. Frau, du hast in deinem Leben nicht einen Tag gearbeitet. What the fuck is your problem? Fucking. Hier wird uns niemand stören, weil wir plaudern, nur wird... Oh ja, ein sehr warmer Tag. Auf dem Balkon ist es sicher recht angenehm. Leistest du mir Gesellschaft? Die Prinzessin ist Händeschütteln scheinbar schon Arbeit, ja. By the way, hat mal jemand nachgefragt, die Bowser es jedes Mal schafft, seinen Scheiß unter das Schloss zu kriegen? Nur mal so nebenbei. Wie zur Hölle hat er das hingekriegt? He's a fucking legend. Zaubertunnel. No, ist ja was passiert, Mario? Was in aller Welt war das? Und heilen Sie doch, Mario. Das ist ein Fenster, Mädel. Das
So noch ein echter Tag, aber ich kann Sterne am Himmel sehen. Well. Gut, dass du heute keine Fenster geputzt hast. Lang nicht gesehen, Prinzessin Peach. Bowser, das kann doch nicht sein. Was ist denn die Erde zum Erzittern, dies dummes Zeug? Wie machst du das jedes Mal? Was hast du getan? Ja, das war ich. Mein Palast im Himmel entschweben lassen. Er sitzt ja auf einmal in einer Festung. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie habe ich das. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Palastbefehl sie unter meiner Kontrolle. Jetzt musst du mir gehorchen. Was? Wie? Smario, was ein Schock. Nicht wirklich, aber damit gerechnet, dass du so eine blöde Nase hier zeigen würdest. Du bist nervig wie eh und je. Und möglicherweise wirst du genau gar nichts tun können. Bursche. Das ist eine Lektion von immer nicht gelernt, Bowser. Du wirst Mario niemals besiegen. Warum gibst du nicht gleich auf? Ist schon wahr. Hatte früher diesbezüglich ein paar nicht nennenswerte Probleme. Aber diesmal ist alles anders. Diesmal werde ich gewinnen. Okay, du Held, lass uns tanzen. Wow. Nein, du Fuck you up. By the way, das war... Technisch gesehen war Paper Mario damals mein allererstes RPG. Ergo, ich hatte mal keine Ahnung, was das Ganze hier wirklich ist. Deswegen fand ich es merkwürdig, dass alles so rundenbasiert ist. Ja, ohne Scheiß, der macht sich über meine Witze, über meine Nase lustig. Guter alter Mario. Immer der brave Pfadfinder. Du gehst mir auf die Nerven, kleine Pestbeule. Heute können deine jämmerlichen Attacken mir nichts gegen ausrichten. This is my boomstick. Sie, was ich aus dem Sternhau... Ich wollte Haufen lesen. Gestohlen habe. Das ist der Sternstab. Das nützliche kleine Ding besitzt die Macht, dir jeden Wunsch zu erfüllen. Ich mir wünsche, wenn ich mir Sternstab stärker mache, hast du keine Chance gegen mich. Du könntest kill me, ne? Ich meine ja nur. You could just kill me. Hört ihr jetzt, Mario? Immerhin, wie gesagt. Sag, was du kannst. Du kämpfst wie ein Mädchen. Du hast gar nichts, ist doch gar nicht wehgetan. Bitch, schleppt die Scheiße aus mir raus. Ist nicht cool. Kannst du doch nicht machen, Junge. Ist unhöflich. Wie ich mir gedacht habe, ist irgendwie kein Gegner für mich mehr. Mir ist die Zeit zu schade, mit dir rumzuplänkeln. Es ist Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Halt die fest, Mario. Gute Nacht. Peach ist auch tot. Ach, wieso? 1000 Year Door ist doch beliebt genug. Du kriegst keine Kopie mehr unter 100 Euro. Oh ja, ich hab's geschafft. Endlich haben wir meinen Ernstfeind Mario besiegt. Ja! Ich gratuliere euch mit eurem Sieg, eure Boshaftigkeit. Ihr seid ein würdiger König. Ein fucking Goblin, ey. Durch den Sternstab gehen alle meine Wünsche in Erfüllung. Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Nun gut. Ich glaube, es ist an der Zeit, Mario zu entsorgen. Wir können ohnehin keinen Schaden mehr anrichten. I just got yeeted. Oh nein, Mario! He dead. He fucking dead. Ja, ich meine, gut, dass er aus Papier ist. Stell dir mal vor, es wäre nasses Papier. Er wird fallen wie ein Sack Kartoffeln.
Das Flehen der Sterne. Ist das nicht derselbe Ort, in dem die Yoshis damals Baby Mario gefunden haben? Just asking. Tag. Hackbraten, vielen Dank für die Bits und moin moin. Mario kommt mit einer Desert Eagle wieder und kappt ein paar Gurken in Bowser's Face. Weißt du, das ist sogar mal, das wäre mal ein Plot-Twist, der ich interessant finden würde. Mario is fucking done with your bullshit. Fuck. Ich hab ganz ignoriert, dass du existierst. Es wäre irgendwas vom Himmel geplumpst. Oh shit. Wer mag das denn sein? Roter Hemd, diese Mütze, Schnurrbart. Scheiße, schon wieder so ein Mario-Cosplayer. Ich hasse diese Leute. Sieht fast aus, als wäre er einzig wahre und echte Mario. Das kann nicht sein, oder? Der echte Mario? Hey, hey, wach auf! Komm schon, wach auf, los! Oh nein, er rührt sich nicht mehr. He's fucking dead. Oh, was soll ich nur tun? Papa! Goomba! Umbario! Ich glaube nicht, dass das im Original so war, oder? I think I fucked up again. Yet again. Ich frage mich ja sowieso, wenn Mario aus Papier ist, warum liegt er so? Müsste er nicht eigentlich flach liegen? Anstatt so, wie er... Mario! Ich bin so froh, dass du auf ewig wach bist. Du seit Tage ohne Bewusstsein. Hat aber Krankenversorgung um dich. So, was hier? Das ist Goomba-Furt. Ich sag so witzig von Toadtown. Ein Bewohner außer mir in der Familie von Goombas. Diese Goombas sind nette Leute, die du dir vorstellen kannst. Die haben dich gefunden, als du bewusst im Wald lagst. Die haben sie hergebracht, um zu pflegen. Wie? Ist der mit Schnurrbart? Mario, du wirst bekloppt. Geh wieder ins Bett. Du hast deinen Kopf geschlagen. Ich habe ihn noch keinen Schnee gesehen. Kann sie hier nie mein Haus betreten oder verlassen? Ich frage mich, ob du nicht geträumt hast. Bist du vielleicht dumm? Oder vielleicht bist du auch einfach nur dumm. Das wäre eine Art Nachricht von einem der hohen Sterne. Sie leben im Sternab. Woher weißt du das? Der Schnuppenberg befindet sich in den Schafen. Es ergebe zumindest einen Sinn. Er weiß, ich bin froh, dass es wieder besser geht. Nur, er würde sich freuen, wenn du sie besuchen würdest. Solange ich nicht mehr mit dir reden muss, ist es absolut kein Problem. Oh, wir wären meine Freunde, Mario. Sehr freut, dich kennenzulernen. Nur, wo du aufgewacht bist. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr in Sorge war, weil du so lange geschlafen hast.
trägt eine... Yo, Mario, ich bin Gumbario. Ich bin ein größter Fan, yo. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich befeuchtet habe? Nicht so treffend, ehrlich. Ja, definitiv. Sieht besser aus. Ich bin so froh. Ich bin besorgt um dich. Du lagst so im Wald und hast ein Auge mehr aufgemacht. Du warst tot. Howdy, Mario. Fühlst du dich besser? Kannst dich hier jederzeit ausruhen. Du musst was? Musst du aufbrechen? Oh, Sternstumpengipfel. Oh, uns wollte was Wichtiges handeln. Ich glaube, der Gipfel befindet sich hier in der Nähe von Totan. Ich klinge wie fucking der Vater von Jimmy Neutron. Aber ich muss ja erst den Zoll reparieren, bevor du dich in Richtung Osten aufmachen kannst. Sam hat für die ganze Arbeit geleistet. Ist ja Erschütterung gefühlt? Oh Mann, ich habe ein Fimmelfeldus auf dem Kopf. Du bist... Goombas sind Gallier? Oh boy, this is something. Besteht kein Grund mehr zu Sorge, ich werde dir eine Hand umdrehen reparieren. Was ich hier vor dir? Fuck you. Ey, ey, ey. Jimbo, vergiss ich mit Pilz nicht tun. Ja, so in etwa. Oh Gott, ein Schimmelpilz. Oh, mein Goomba. Mein Goomba, Goomba, dein Name. Ich hab meine lieben Enkel getroffen, die sind nicht süß. Eine Sonne, die kleine Goomba, die ist genauso, wie er sie klein war. Noch nicht so alt. Köff, köff, köff. Ey, Opa. Es geht. Du musst mich erschrocken. Oh, Mario, stimmt's? Endlich aufgewacht. Gut. Ich wusste, du würdest dich wieder aufwappeln. Nenn mich Goomba. Ich bin der Großvater dieser Familie. Da bin ich nun Goomba. Ist das jetzt dein Name oder ein fucking Titel? Was aus, wenn ich später weiter plaudern? Ich bin gerade damit beschäftigt, diese Veranda zu reparieren. Was kannst du eigentlich? Ich meine, du... Mach doch, was du willst. Yo, Mario, mein Vater hat dich gesucht. Ich würde sagen, dass das Tor repariert hat. Jetzt kannst du nur Osten Richtung Toadtown und Sternstuppengipfel reisen. Sick, oder? Was für eine Arbeit. Ich bin schon lange erwartet, wusstest. Es waren 2 Minuten. Das Tor ist nun repariert. Folge einfach der Straße und führe direkt nach Toadtown, wo er auch zum Pilzpalast steht. Zumindest glaube ich, dass Sternstuppengipfel befindet, der sich jenseits des Palastes. Schade, dass du nicht bleiben kannst. Ich würde gerne mehr kennenlernen. Aber wenn die Pflicht ruft, komm mal wieder zum Besuch. Wünsche dir viel Glück. Schon wieder der Goblin. Ich habe noch nicht genug Stimmen, die meinem Hals wehtun. So yeah. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Mario, ich kann nicht glauben, dass du dich schon auf Abschreibung von der Abreibung erholt hast, die der König Bowser verpasst hat. War ganz schön hart. Wo ich hierher gekommen bin, um zu sehen, ob du nicht irgendwas Dummes vorhast. Was ist das denn, Papa? Was ist das für ein ekliges, fliegendes Ding? Eklig? Freches, kleines... Meine wunderschöne Cooper-Dame. Fast noch schöneren Namen. Cammy Cooper. Du bist ein Cooper? Ich hab das immer ganz vergessen, dass du sowas bist. Ich dachte, du bist deine eigene Spezies. Ich wünschte, ich hätte Zeit, dir Lektion zu verteilen. Kleine Erdkröte, aber nicht jetzt. Mario, vernimm dies. Es ist sinnlos, versucht Prinzessin Peach zu retten. Jämmerlich, lachhaft, dumm, scheiße. Ist König Bowser nur viel stärker, als du verkraften kannst. Hier hast du ein Geschenk von ihm. Zumenort! Fucking Klotz! Wo wusstest du, dass ich die Dinger sammel? Mario, du wirst auf die Knie fallen und weinen, wenn du siehst, welche Veränderung Bowser gemacht hat. Dein Weg gehört nun uns. Mir tut der Hals jetzt schon weh. Ich bin das nicht mehr gewohnt, ja. Ich habe das Tor repariert. Ich will das Wort Tor nicht mehr hören. Der Teufel hat... Also, was die über Prinzessin... Wenn die Prinzessin gesagt hat... Ist denn nicht so gut? Sie ist jetzt zugestoßen.
Was? Was, Prinzessin Peach entführt? Schon wieder? Nun, Albion, jetzt musst du zum Stellschirmgipfel gehen und sie retten, stimmt's? Ein Problem wird. Was tun, Mario? Keine Prinzessin retten. Niemand kann das sonst tun. Oh Gott. This is not nice. Ich hab eine Idee. Dann können wir diesen blauen Gumpas Hammer zerstören. Ich glaube, er repariert damit gerade die Veranda. Dann frag ihn doch danach. Ich könnte definitiv rüberspringen. Gut, fein. Spiel nach euren Regeln. See if I care. Ich meine ja nur, ich könnte einfach, ne? Was kann der Opa eigentlich? Will die Veranda reparieren und was macht er stattdessen? Trash das halbe Haus. Oh mein Rücken, bist du es, Mario? Mein lauten Krach erinnert, dass die Veranda ein und ich bin abgestürzt. Ich sehe nur noch blinkende Lichter. Bist du auch gefallen? Bist du zur Tür gekommen und bist leere getreten? Habe ich recht? Nein, das ist nicht passiert. Das Problem ist, wir kommen nach Hause, weil dieser Block im Weg ist. Ich hasse Blöcke. Dieser Block sollte nicht hier sein. Das ist ein großes Problem. Und? Ein Hammer? Oh, natürlich, irgendwo ist denn da hin? Benutzt, um die Veranda zu reparieren, also muss er irgendwo hier rumliegen. Irgendwo zu sehen. Irgendwo da drüben muss er hingefallen sein. Wir sollten ihn suchen. Beziehungsweise ich. Weil ich bezweifle, dass du in der Lage bist, irgendwas zu tun. Am I right? Er muss ganz in der Nähe sein. So sieht er aus. Such hinter den Büschen. Da kannst du Dinge tun. Money. Money. Ich weiß gar nicht mehr, war das geskriptet, wo der Hammer ist, oder ist es... Aha! Du hast den Hammer gefunden, man könnte ihn bei einer Hammerattacke ausführen. Und Blöcke sind nun scheiße. Das ist der Hammer. Hast du auf dem Weg versperrt? Diesen Hammer kannst du so in die Bäume schlagen, um ihn schütteln. Manchmal was Nützliches herab. Drücke B, um ihn einzusetzen. Ach, bumm. Hat sich mal jemand gefragt, warum Geld auf dem Baum ist? Ich meine ja nur, ne? Ich meine, ich versuche nicht hier Mario-Logik zu hinterfragen, ne? Aber... Fucking Geld auf Bäumen. Weißt du, so viel zum Thema, Geld wächst nicht auf Bäumen, ne? Ich wusste es schon immer, unsere Eltern haben uns angelogen. By the way, was mir mal einfällt, ne? Das ist so eine Sache, die ich mich frage, ne? Wir haben hier Pilze. Wir haben aber Toads. Sind das jetzt hier also quasi Toad-Babys? Oder sind im Mario-Universum Pilze nochmal eigene Identitäten? Das ist so... Oh, Pippi! Oh, wie schön! Ich glaube, es ist die Puppe, die Gumbario verloren hat. Ich bin sicher sehr froh, wenn du sie zurückbringst. Leute verlieren so viele Dinge. Wie? Fuck that. Nun, oh, haben wir gefunden. Okay, sollten wir auf dem Heimweg machen. Richtig weggefuckt. Wir sind hier Deppen. Wir sind wie Spielplatz, wie Idioten. Niemand setzt seinen Fuß hier ohne meine Erlaubnis. Niemand! Sei bereit zu Fuß, um an Mr. Jewel Trooper zu heulen. Den Goblin habe ich komplett vergessen. Das ist Junior Trooper. Das ist der Bosse hier, Rasselbande, offensichtlich ein Rüpel.
Hunde, die Band beißen nicht. Den machst du ganz rasch platt. Da wollte keine Atemluft. Wow, das ist... Ich bleib hier stehen und beobachte das Ganze. So, mal gucken, ob das hier geht. Ach ja, stimmt, das haben wir ja noch gar nicht. Oh, ausgezeichnet. Guter Treffer. Mach weiter. Ganz vergessen. Jetzt ist Gameplay ja noch das. Ich mach das Ei kaputt mit einem Hammer. Ich mach ein Omelette. Mein Gott, er ist auf. Oh, scheiße, jetzt springt er noch krasser. Ich muss echt aufpassen, nicht, dass er noch mehr springt. Das könnte in die Hose gehen. Du hast ihn fast gepackt. Hör nicht auf. Mach weiter. Hau ihn weiter. Ja gut, hast du gewollt. Sag Hallo zu Junior Trooper Spezialattacke. Volle Power. Antimaterie. Oh wow, ja, ich hab Angst. Er war bemüht. Gut gekämpft, du hältst Sternpunkte. Hier mal, wenn du einen Gegner besiegst, hältst du Sternpunkte. Du steigst dein Level auf. Versuch so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Alter, ne? Damn, was hätte ich gewonnen? Ich komm wieder, Mario. Fuck you. Du Sack. Ich meine selbst, ich komm wieder. Irgendwo mag ich den Kleinen ja, ne? Ich meine, er ist ein Sack. Also, ne, don't get me wrong, er ist ein Sack. Oh boy. Manchmal frage ich mich... Okay. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht doch hätte lieber meine Wii anschließen sollen. Weil wir haben dann doch hier so... ein, zwei kleine Grafikglitches dann und wann mal. Aber to be honest, ich bin echt zu faul, meine fucking Wii anzuschließen. Zumal ich nicht weiß, ob ich da aktuell Paper Mario installiert habe. Und da der Wii Shop ja nicht mehr vorhanden ist, wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich es mir überhaupt noch holen kann. So basically, Nintendo took my money. Oh, Mario böse, guck was voraus. Bowser gegenüber loyal. Wenn sie dich sehen, werden sie ohne zu zögern angreifen. Wenn du schaffst, deinen Gegner mit dem Gespräch oder am Hammer angefangen zu greifen, erhältst du einen Erstangriff, wenn der Gegner beginnt. Dinge, ja. Das, ne, ich denke mal, wir alle sind mit Paper Mario soweit vertraut. Oh boy. Ich habe mir nicht die visuell beste Version ausgesucht. I am terribly sorry. Ich hätte nicht erwartet, dass das so viele Probleme mit sich bringt hier. Das war eine dumme Idee. Ich vergesse jedes Mal, dass der Sack existiert. Der hat einen Pinkskumba. Spring nicht drauf. Tut weh. Shit hurts. Ich vergesse es jedes Mal, dass die ja existieren mit dem dummen Stachelkack. Ganz ehrlich, ich würde ja den GameCube-Teil auch wirklich gern mal spielen. Das Problem ist, habt ihr mal gesehen, wie fucking teuer der ist? I mean, fucking hell. Das ist so abstrus teuer. Selbst gebraucht, also, ne? Das Spiel hat einen richtigen Sammlerwert. Was glaubt mir, sonst hätte ich mir das Ding auch schon den zweiten Teil längst mal geholt. Das hätte mich nämlich um einiges mehr interessiert, wahrscheinlich sogar. Ich meine jetzt nicht, dass ich den Teil hier nicht mag, ne? Also um Gottes Willen. So ist es nicht. Aber ich hätte wirklich gern mal den, halt den zweiten Teil mal gespielt, weil ich den nie gespielt habe. So yeah. Keine Sorge, Kinder, hier bin ich dann mal so heil wieder zurückgekehrt. No one cares. Sie sind zugesperrt, lass mich die Tür öffnen. Squeaken. Gumpa, wo bist du gewesen, ey?
nur draußen gesehen und plötzlich warst du in der Veranda verschwunden. Humba war sehr schnell sehr besorgt. Ich war, ja, du warst sehr, sehr besorgt. Wirklich. Mhm, yes. Tut mir leid, Kinder, entschuldige mich. Ich wollte euch keine Angst einjagen. Ihr könnt euch jetzt wieder beruhigen. Ja, wohlbehalten, wir zurückgekommen, aber unsere Veranda ist halt kaputt. Da macht doch ein Ziel da aus. Was für ein Ziel? Ich gebe keine über 100 Euro für einen fucking Gamecube-Titel aus. Da werde ich dann doch geizig. So, yeah. Nur übrigens, bevor ich vergesse, ich wollte ja noch etwas geben, Mario. Ich bin gleich wieder da. Geh bloß nicht wieder zur Veranda. Geh bloß nicht wieder zur Veranda. Was? Hey, die Puppe ist doch die du hast. Ich glaube, die Kumpari hat sie verloren. Ich habe überall danach gesucht. Müsst du sie ja wohl zurückgeben? Dann schmeiß sie nicht auf den Baum. Ach ja. Und nimm das auch. Könne deine Gegner eine Chance gegen dich? Machst du Bodybuilding? Alter, Mario ist ein Klumpen. Glaubst du nicht, dass der Bodybuilding macht? Selbstverteidigung, indem ich Bücher der Meister lese und Papa und Gumpa zuhöre. Außerdem trainiere ich jeden Tag, damit ich stark werde wie du. Weißt du, Gumbario benennt sich gerade so ein bisschen wie Flair. Fehlt nur noch, dass er Mario als Schwanz bezeichnet. Seid ihr unter Erfolg, meine Muskeln werden immer dicker. Fleck! Du so hart wie ein Face. Das ist, Also, Kopfausteil, du sehr, sehr weh. So still, Gumbari, du Schwanz. Ist ja peinlich, aber auch gesehen davon, es ist wahr. Ich mach dich kaputt. Gott, ich krieg immer noch Fremdscham, wenn ich das sehe. Hör mir weiter, liebes Mario. Das ist schon okay, Gumpa. Quatschen gerade mit Mario. Was willst du, Alter? Ihr quatscht also. Entschuldigung, ich wollte reden, Mario. Hier, nimm Shit. Dann nennt sie mal einen Orden. Wenn du 8 davon hast, kannst du die Pokémon-Liga... wenn du einen trägst, kannst du den Powersprung ausführen. Bedeutet, dass er angenehm mehr Schaden verursachen wird. Aber hör mir gut zu, du kannst diesen Sprung nur ausführen, wenn du ihn Orden trägst. Du solltest es ausprobieren. An- und ablegen, yada yada. Solche... Fuck off! Du solltest es ja tun, Mario. Das ist wirklich sehr wichtig. Darf ich dir bitte kurze Fuck you? Na gut, ich habe Vertrauen in dich. Wenn du brauchst... Jetzt mach das trotzdem. Nee. Übrigens, Mario, ich habe von Goomba gehört. Dass du es ganz alleine auf ihn nehmen willst, die Prinzessin Bowser fängt zu befreien. Oh yeah! Warum könnte Bowser eigentlich mit verbundenen Augen platt machen? Steh jetzt, Gumbario. Nimm diesen Hammer. Gute Dienste leisten. Zumindest bis zum übernächsten Kapitel, dann nicht mehr. Eine gute Dienste leisten, wenn ich jünger wäre, würde ich auch begleiten. Den Bösewicht schon das Fürchten gelernt. Ist das die Flair-Familie oder wo sind wir hier gelandet? Schmerzen im Kreuz. Du darfst dich glücklich schätzen. Prinzessin retten ist so cool. Es soll wie ihr Unabenteurer sein. Ja auch. Ich hab ne Idee. Ach, scheiße, ist der falsche. Ich bin eine Mischung aus Wrestler und Assi-Rapper. Ja, Gumbario. Weißt du, ist die Zeit jetzt gekommen. Du bist kein Kind mehr. Schlimme Zeiten stehen uns bevor. Geh in die Welt raus und sammel alle Pokémon. Solltest Mario begleiten. Was? Wirklich? Darf ich gehen, Gumpa? Das wirkt, darf ich wirklich? Yeah, oh yeah. Du sollst sie nicht bereuen. Fucking hell. Um Infos über Ort und Dinge, also fuck it, er ist fucking useless. Ist auch im Kampf sehr hilfreich, ist er nicht. Er kann Kopfnuss angreifen, er hat einen Scanner, den du nie brauchst.
Ich sage, sobald ihr den zweiten Partner habt, ist Skumbario absolut worthless. Und er wird auch nie wertvoll sein, also... Ne? Ja eben, Goomba ist so ein bisschen wie ein Ratzfratz. Ja, ist an der Zeit, du Nickerchen, ich bin dann mal im Haus, geh bloß auf die Veranda. Scanner ist hilfreich, finde ich. Wozu? Die meisten Gegner sterben innerhalb von ein paar Hits, also meistens musst du nicht wissen, wie viel die aushalten. Oh, warte, du kapierst ja was niedrig. Jetzt ist so, so voll tot aus Ausruhen. Vielleicht solltest du einfach mal die Fresse halten, ne? Wer ist damit? Das ist mein Ding, ja? Ich meine, das Spiel hat verdammt schnelle Speicherzeiten, also, ne? Problem gelöst. Ich habe das Gefühl, wie ich hinter das übergegnet werde. Überleg dir jeden Schritt. Sei vorsichtig, bleib cool. Grüner Kopf denkt am besten. Aber warte mal, dir aufgefallen, dass du in Ordnung nicht. Ja, du sollst besser ausleben, bevor du. Sag mal, Schlong. Wow. Oh boy, damit müssen wir leben. Oh jolly, oh boy, damit müssen wir arbeiten. Okay, ich heil mich doch einmal. Ist okay, ne. Mein Grafikglitch, es ist ja fast so, als ob ich es auf einer Virtual Console spielen würde. Köff, 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 köff. Nein, ich will damit nicht sagen, dass die Ports für damals absoluter Trash waren. Nein, wie kommt ihr drauf? Zumindest viele. Nee, Mario, wenn du das kampfst, kannst du Reihenfolge in der Angriff mit Z verändern. Du, wenn du kannst, krieg ich zuerst angreifen, mach nicht aus oder vergiss mich, okay? Man will seine Stimme ja noch behalten und Jesus Christ, jedes Mal so ein... Yeah, bin Goomba! Ich bin Toad! Das ist, ne, I choose death. Nach dem Motto, auf einmal kommt Garrosh um die Ecke und denkt sich so, I choose you, Pikachu. Schwuppdiwuppdidu, puppdiwuppdidu, schwuppdiwuppdiwupp. Das ist auch eher so, ne? Es ist ein Internet-Meme, ne? Aaron sucks at video games! Das ist ein Charakter! Yes, of course! Ich meine, ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal Gameplay-Videos von den Game Grumps geschaut habe. Ich meine, zu Anfang fand ich es witzig, aber mittlerweile kann ich es mir von dem Kerl nicht mehr geben. Mein schlecht in Videogames zu sein ist eine Sache, aber meine Güte, er nimmt es ja fast auf ein neues Level an manchen Tagen. You know what I mean? Ich meine, jetzt wie gesagt, also er hat ganz andere Talente. Sowohl künstlerisch als auch Voice Acting. Wenn du mal guckst, was der Typ alles hier an offiziellen Sachen gevoice acted hat, meine Güte. Respekt dafür, auf jeden Fall. Aber Jesus, he really sucks at Videogames. Ist Aaron ein unskilled one, basically? Absichtlich schlecht sein ist öde. Vor allem ist es irgendwo... Es sieht auch irgendwo dumm aus, finde ich. Vor allem, wenn es denn nicht mal so Sachen sind, wo... Ja, intentional ist. Versteht ihr, was ich meine? Danny ist sowieso... Der Typ ist a godsend. He's a fucking precious boy, also... So dumm das auch klingt, aber... Danny ist ein fucking precious boy. Aaron ist an manchen Tagen echt ein Dimwit. Aber wie gesagt, ich habe riesen Respekt vor dem, was er an Voice Acting macht. Ich meine, der Typ war sogar in Rick and Morty. Es war zwar nur eine Side-Dings, aber... Meine Güte, Stimme in Rick and Morty zu sein? Why not? Ist nice. Ich bin ganz ehrlich, ich wünsche mir halt manchmal solche Gelegenheiten, irgendwie wieder Voice Acting zu machen. Weil ich hab damals mal vor, also zu Anfang meiner YouTube-Karriere habe ich in einer kleinen Gruppe Animes gevoice acted, basically.
Aber das wurde dann alles disbanded und dann, ne? Nothing. Ey, schon langsam. Du da, verdächtiger Kerl. Keine Bewegung. Okay, cool. Aha, du bist Mario. Ich wusste es. Kannst dir nicht passieren, Herr Großmaul. Du Großmaul. Okay. Ja, dann fährt König Kumba-König. Das ist der einzige Weg hier für den Kumba-Brüder vorbei. Immer der rote Goomba und mein Bruder ist der blaue Goomba. Meine Güte, eure Eltern müssen euch gehasst haben. Danny's dad is a precious cinnamon roll. So basically, ja. Ja, los geh, rotköpfiger Bruder. Aber gut, also bislang die Glitches, die wir haben, sind minor. Also halt nichts Belangvolles. Wie gefällt dir das? Scheiße, ey. Boah, Alter. Das überlege ich mir jetzt zweimal. Ganz ehrlich, einige Wii U-Versionen von N64-Spielen sind echt... Ui. Sind echt tough. Und mit tough meine ich, Gott, sehen die scheiße aus. Insbesondere zum Beispiel Wave Race. Also, ne, Wave Race sieht absolut schrecklich aus. Oh Gott, mein Bruder, was willst du bezahlen? Bring dich um, Junge. Ja eben, das sind Special-Effekte. Das ist eine gemoddete Version hier. Official von Nintendo natürlich. Ich hätte natürlich hier auch die Feuerblume benutzen können, das wäre eigentlich sogar smart gewesen. Naja, kann ich sie behalten. Weil ohne Scheiß, manche... Nee, lass mich auch davon kommen, fuck you! Aber Gott, ich liebe den Artstyle von diesem Spiel hier, ne? Es ist an sich echt nice. I'm good at video games. It's a trap. We don't like trap. Paper Mario 2 sieht auch echt nice aus, aber wie gesagt, shit's expensive. Guck mal, geh von. Mario hat uns verdroschen. Alter. Das klingt wie Super Mario Bros. Z, wenn er es so sagt. Wer erinnert sich noch daran? Ich sehe Mario, siehst du das Gebäude? Bin mir sicher, dort die Brücke zur anderen Seite führte. Ich frage mich wohl, was mir geschehen ist. War geil, oh ja. Es war der Shit damals. Was der Typ damals erledigt hat mit der damaligen Software, die möglich war, ne? Das ist also wahr, hier geschafft, zu Respekt. Digga, was ist mit deinen Augen? Aber hier kommst du einen Schritt weiter. Weil ich ja gut bei dir gebacken bin, aber sag, dann werde ich Abenteuer hier Ende finden. Was gehört mal einen Schritt weiter, du hast Angst, kleiner Mann. Alter, das sind. Wieso sind Goombas in diesem Spiel voll die Ghetto-Lords? Was sagst du? Willst du dich jetzt vielleicht entschuldigen, ey? Dieser Goomba-König ist wirklich riesig. Das ist also ein Gegner für dich, Mario. Schnappen wir ihn uns, ey. Ich hol meine Brüder und machen wir ihn kaputt. Fertig, du Digga. Bei dir, fuck. Was ist mir? Guck mal, Bruder, komm mal. Du müsst doch im letzten Kampf ziemlich geschwächt sein. Gehen wir hin. Gehen wir hin, Chef. Ich hau mal den Baum, ja? So, ja, Pro-Tipp. Don't do it again. Also, es kommt ein neues SSBZ? Ja, kommt nicht.
Es wurde mal, er hat es mal gestartet als Reboot, aber ist dann auch schon wieder cancelled mittlerweile. Angeblich wegen Legal-Zeug. Wo niemand wirklich weiß, ob das wahr ist oder nicht. Oh, Roundhouse Kick. Wie konnte das passieren? Yeah, wusste, wir würden es schaffen. Cool, gewonnen. Weggefickt den Boy. Okay. Smaxy. Aber wie gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich finde die Grafikfehler, die wir haben, finde ich jetzt nicht so schlimm. Also da gibt's schon weitaus Schlimmeres. Mario kämpft und so. Einmal die Wahl. Wenn du einen Scheiter findest, solltest du ihn definitiv nicht betätigen. Das ist gefährlich, verstanden? Scheiße, du hast ihn schon gedrückt! Mann! Oh fuck! Warum hast du sowas da liegen, Junge? Es wirft gerade so viele Fragen auf, ne? Get fucked. Goomba König war wieder in Jose in den Ofen. So, die Brücke, jetzt können wir wieder überqueren und Reise fortsetzen, yo. Verdammte Scheiße. Ich meine, hier war noch was, oder? Ich meine, hier war was im Schloss noch, oder? Oder auch nicht. Ich hätte schwören können, hier... Oder war hier hinter? Nee, ich glaube doch ein... Auf dem nächsten Bildschirm war noch was versteckt. By the way, man hat mich gefragt, ob ich das hier 100% mache und ich habe keine Ahnung, weil... Was ist die Bedingung? Was ist die Bedingung, dass dieses Spiel 100% ist? Das ist also die Frage. Elvis Presswurst, moin moin. Willkommen im Stream. Herr König, ich habe euch gesucht. Lasst mich berichten, euer Boshaftigkeit. Mario hat den Goomba-König besiegt. Es ist auf dem Weg nach Toad Town. Unglaublich, was ist der Goomba-König dabei gedacht? I'm gonna die here. Und warte, Sterne benutzt, weil er darauf gebettelt hat, um König zu werden. Lässt er sich einfach mal Mülo schlagen, was für ein Schwächling. Kemi Cooper, bist du dir völlig sicher, dass Mario uns niemals besiegen kann, oder? Bitte, bitte, eure Finsterkeit. Versucht euch nicht zu beruhigen. Der Goomba-König war doch nur ein kleiner Fisch. Ich habe schon lange gedacht, dass er versagen würde. Der Kackboon. Habe ich zu sagen, solange ihr den Sternstab in eurem Besitz habt, seid ihr unbesiegbar. Wird Mario mit verbundenen Augen und einer Klaue auf dem Rücken gefesselt besiegen? Ja, ja, richtig. Immer noch, das Ü sieht aus wie ein krasses Smiley. Ja, besteht ja wohl keine Möglichkeit, dass die Sterne, die ihr gefangen haben, auf irgendeine Art und Weise Marios Kräfte geben können, oder? Bitte sorgt euch nicht, jeder einzelne ist festgehalten. Und natürlich wird auch jeder von handfälligen Individuen bewacht. Nicht mal Mario ist in der Lage, 7 Mondsterne zu retten.
Ich esse Mario zum nächsten. Das ist der feste Koopa-Brüder. Wird Mario irgendwie dahin gelangt, können die Koopa-Brüder besiegen? Gina, ich möchte... Ja! I love these guys. Hier kommen die Koopa-Brüder. Ha, und yeah, wie kurz ne coolen. Cammy, bist du sicher, dass diese Kerle richtig für den Job sind? Zumal, warum sind sie hier? Der Koopa-König ist riesig und nicht mal her konnte Mario besiegen. Aber, König Bowser. Ja, der Koopa-König war echt shit. War zwar riesengroß, aber er war auch totaler Schwächling. Wir sind nicht wie er. Wir verfügen über absolut perfektes Teamwork. Gemeinsam können wir Mario sekundenschneller und in ein Baby verwandeln. Die Regel für 100%. Es gibt eine Regel. Ich hasse Regeln. Mag ich jetzt schon nicht. Kampfgeist, los, Koopa-Brüder. Gib mir doch den König Spezialangriff, den ihr so gut beherrscht. Na wohl, Madame. Seid ihr bereit? Oh. Das ist. Oh. Holy fuck. Gefällt euch das, König Bowser? Wie war das? Oh ja, ausgezeichnet. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Man hat keine Chance mehr, wenn mit dieser Technik angreift. Wie besiegen wir König Bowser? Übrigens, meine Koopa-Brüder. Bezüglich des Sterns, den ich in der Festung erschlossen habe. Wer bewacht ihn eigentlich? Niemand, Sir. Ihr wisst, wir sind jetzt hier und deshalb... Idiot, benutzt euren Verstand, sofort zurück in die Festung, bewacht diesen Stern! I will fucking die. Meine Stimme ist das echt nicht mehr gewohnt, sowas. Früher konnte ich das. Heute? Ne? Heute kann ich das nicht mehr so sehr. Alter, ich sag ja Bowser. Ja, eben. Sharo, vielen Dank für den Bild, aber Bowser hat einfach mal den größten D. It's that dinosaur dick. Du bist in die Jahre gekommen, ja. Ich meine, seien wir mal ehrlich, wann, ne? Ich muss das nicht mehr so häufig wie damals. Mario, ich bin froh, dass du okay bist. Diese Stadt ist in Aufruhr. Die Prinzessin wurde entführt. Der Palast mit ihr. Es herrscht Chaos. Ich habe keine Ahnung, was wir unternehmen sollen. Bitte, Mario, rette unsere Hoheit. ASMR Toad. Something different. Every time. Also, wenn es euch Spaß macht, soll es mir recht sein, dann leide ich dafür auch gern mal ein bisschen. So seid jetzt nicht. Squeak. Oh, wow. Weißt du, es sieht aus wie nach einem Bombenanschlag. Und dann steht ein Toad einfach nur rum. Nee, ich lese dich mal nicht vor. Du bist fucking Filler-Toad. Alle anderen sind tot. Ja, die sind tot. Richtig. Mhm. Out of context. What? Out of context? Was habe ich out of context gemacht? What have I done? Vor allem out of context. Krieg ich jetzt meinen eigenen out of context Twitter-Kanal? Ah ne, hier unten ist doch gar nichts. Ach doch, hier unten ist ein Sternsplitter, den ich mir nachher gebrauchen kann. War das nicht? Nee, doch nicht. Ne, hier ist doch nur das Haus. Aber ohne Scheiß, ich wusste als Kind immer nicht, dass ich die Sternsplitter hier eintauschen kann. Für Orden. Ich guck mir die Clips sowieso immer an, die ihr aufnehmt. So ist das nicht.
Also ich gucke die sowieso immer. Weil ich finde es immer interessant, was Leute denn als witzig oder interessant finden. Und ich sag mal so, ich werde mal schauen, was ich hier so machen kann. Weil ich wollte das Ganze eigentlich so als, ja, quasi kapitelweise immer hochladen auf YouTube. Ergo halt Prolog als einziges Video. Demnach, wenn die zu lange gehen, dass ich sie eventuell zwei oder drei teile. Also halt, ich wollte ein bisschen Schnibbelarbeit betreiben, was das Ganze angeht. Ich hoffe, das kommt so ein bisschen an. Zumal aktuell der Stand auf YouTube ist ja leider auch so. Ich weiß nicht, ob meine Videos einfach nicht zu den Abonnenten durchgestellt werden oder ob YouTube mich einfach nur in den Arsch ficken will. Das ist eins von den beiden Sachen. Wo ist denn der Wald? Ich kann das super schwer lesen. Normalerweise soll das nämlich, soll das nicht im fucking Spray-Tool sein. Hast Shadow Toads. Ah, jetzt bin ich schon Toad-Rassist. Nice. Ich kann euch nicht mehr genau hören. Hold on, ich kann es sowieso. Scheiß Handy. Fucking hell. Ich bin gerade zu inkompetent für alles. So. Donald Duck hier. Donald Duck looking motherfucker. Das ist der Ara-Ara-Stern, by the way. Niemand wird diesen Joke verstehen, außer mein Hirn. Das ist traurig. Jo, sieht aus wie Lage ernster als gedacht. Wenn die Prinzessin wohl gut geht, machen wir Sorgen um sie. Ach ja. Ich habe ganz vergessen, dass das ein Part ist. Dass das ein Teil ist. Oh Gott. There we go. Schniff. Mal wurde sicher verletzt. Alle anderen sind im Gefängnis. Wenn es so weitergeht, wird das Königreich zerstört. Es muss etwas geschehen. Wenn mir jemand helfen könnte. Oh nein. Da kommt der Killer meiner Stimme wieder. Meine liebe Prinzessin, wie geht's euch an diesem wunderschönen Tag? Diesmal ist es zwecklos, auf Mario zu warten, mein Täubchen. So hoch über den Wolken. Ich mach Mario deine Chance, so hoch oben zu erreichen. Ihr wisst, Prinzessin, bei diesem Sternstamm aber kann niemand im gesamten Königreich gegen mich bestehen.
Ihr könnt die Macht, die alle Wünsche erfüllt, ist nun mein. Einfach wunderbar. Stell dir vor, wie solche Zustände jetzt in eurem Reich herrschen. Eure Untertanen sind völlig am Ende, weil ihre Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Wow. So einfach ist das im Pilzkönigreich. Überaus reizend, so eine schöne Grube seit Jahren behandelt haben, wie das auch verdient. Wünsche, Prinzessin, dann will ich eigentlich nur bitten. Ich kann euch nämlich Wünsche erfüllen. Natürlich werde ich nur jene Wünsche berücksichtigen, die auch mir gefallen. Denkt darüber nach. Ihr habt euch wohl, nun Prinzessin. Genießt euren Aufenthalt. Und schön brav bleiben, Prinzessin. Verursacht keinen Ärger. Bitte. I will die. Vor allem ja echt mal Opferrolle. Ich meine, dann sicher ist sie in ihrem eigenen Haus. Ist Gefangene in ihrem eigenen Haus. Bitte, wenn mir jemand helfen würde. Ich krieg doch sonst nichts auf die Wurst. Huch. Hallo, ja, freut dich kennenzulernen. Mein Name ist Twink. Aber du bist doch ein Sternkind. Wie bist du hierher gekommen? Das Ding kann fliegen, du blöde Nuss. Oh, Sternhafen, Wünsche zu erfüllen. Unsere Aufgabe ist es, alle guten Wünsche zu erfüllen. Du bist gekommen, weil ich mir gewünscht habe, dass mir jemand hilft. Ja, natürlich. Oh, das ist ja großartig. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Das war mein Wunsch. Geh und hol den Sternstab von Bowser. Kannst du das tun? Scheiße. Verzeihung, das ist ein bisschen zu viel für einen Neuling wie mich. Ich könnte einer der anderen ehrenvollen hohen Sterne aus dem Sternhafen diesen Wunsch erfüllen. Tut mir so leid. Ich wünsche mir etwas Einfaches. So einen kleinen Stern, wie mich vollbringen kann. Dann kannst du mich von hier wegbringen? Jeder in meinem Palast wurde gefangen genommen und ich muss so schnell wie möglich. Ich muss irgendwie schnöbendien. Tut mir leid, ich wünsche den Wunsch, kann ich auch nicht erfüllen. Aber da ist vor einem Tag ein Sternhafen gerufen und da kann ich keine großen Wünsche erfüllen. Wow, erster Tag im Büro, wa? Ja, ich schaue in der Sternwelt, könnte ich dir sicherlich helfen. Ist schon gut. Sei nicht traurig, Twink. Mal wird ganz etwas unternehmen. Wird sicher etwas unternehmen, ne? Ich war schon auf dem Weg. Glaubst du, du könntest Mario finden? Möchte, dass du ihm das hier gibst. Das ist doch ein Glücksstern. Okay, fertig machen. Dann werden wir rasch wie möglich in Königreich hinabfliegen. Oh, warte, Twink, eine Sekunde. Kannst du auch Mario sagen, dass es mir gut geht und er sich keine Sorgen machen soll, ja? Kannst du ihm das mitteilen? Hm, klar. Ja, deine Worte mitteilen, Prinzessin. Verzweifle nicht, ich werde bald wieder da sein, also pass auf dich auf. Fuck off. Mario, wo bist du? Irgendwo auf der Erde. Irgendwo da unten. Nein, du bestehst auch aus Papier. Du könntest einfach... Just saying. And Mario's dead. Oder hat die Hälfte seiner Erinnerung vergessen? Tut mir leid, ich bin wirklich in Eile. Oh, du bist doch Mario? Mit Stern sei Dank, ich habe dich gefunden. Ich habe einmal was richtig gemacht. Wie geht's dir? Mein Name ist Twink. Prinzessin Peach bat mich, dir etwas zu bringen. Ja, da ist es ja. Hier, bitte sehr, nimm. Glücksstern. Einiger Action-Kommandos. Geiler Shit. Das ist der Glücksstern von Prinzessin Peach.
Jetzt sei dir gehört, kannst du das Action-Kommando einsetzen. Erlauben wir mir zu erklären, wie Action-Kommando... Fuck off! Das ist sehr wichtig, Mario. Ich glaube, du solltest es dir diese Lektion in Gemüte... Fuck off! Okay, okay, großartig. Ich muss dir nicht mal was erklären. Sobald du gelernt hast, das Action-Kommando richtig einzusetzen, wirst du noch stärker werden. Hey, unglaublich! Bist du im Kampf noch stärker, ey? Da bist du! Das ist Bootleg Kamek. Wie bist du mir gefolgt? Ein Torrechter Stanken. Was er auf den Mario treffen würde, wenn ich dir folgen würde? Wenn ich Mario besiege, werde ich berühmt. Ich sag's Kamek Koopa, ihr Lob ist mir gewiss. Vielleicht bekomme ich eine Gehaltserhöhung. Und los geht's! Harpendi, Darpendi. Okay. Max Damage. Also basically für diejenigen, die nicht wissen, was Action Kommando ist, wir können jetzt quasi mehr Damage machen und mehr aushalten, wenn wir einfach richtiges Timing haben, was ich gerade nicht habe. Weil ich mich erstmal wieder einfinden muss in das Ganze. It's been a while. Es ist an sich QTEs. Dead. Gut gemacht, Mario. Du bist genauso stark, wie mir erzählt. Oh, ich weiß, dass du Bowser besiegen wirst. Ich kehre nur zur Prinzessin Peach zurück. Es ist viel zu schwach, um ihre hier helfen zu können, aber wenigstens kann ich dir sagen, dass es dir gut geht. Also Mario, bis denne. By the way, ist der Hintergrund immer so gewesen? Die Hintergründe vom Spiel? So Yoshi's Island-like? Du gebrüllst ein bisschen anders rüberbringen. Ja, geht mir gut, also sorge dich nicht um mich. Genau das habe ich sie gesagt. Nur den Eindruck, dass es sich sehr einsam fühlt. Auf jeden Fall mein Bestes geben, um euch beiden zu helfen. Du seid tapfer, du musst Prinzessin retten. Miau. Simbidu. Und fort ist er. Zurück in Bowser Festung. Einfach ein tapferer kleiner Ficker. Okay, Mario, lass uns ernst machen. Zwei Köpfe rollen, Digga. Gott, ich kann Gumbario nicht ernst nehmen. Aber gut, dass wir ihn nicht mehr lange ertragen müssen. Ich meine, sehr gut, dass wir ihn nicht mehr lange ertragen müssen. War Timing schon immer dein Feind? Yes. Oh, Mario. Merlon hat nach dir gesucht. Er lebt im Haus mit dem rotierenden Dach. Er bat mich, dir zu sagen, dass ich zu ihm kommen sollst. Ich wollte gerade nach dir suchen, aber du bist ja schon da. Merlon bittet höchst selten jemanden zu sich nach Hause. Er ist ein wenig exzentrisch. Selbst wenn er Besuch hat, verlässt er nur selten das Haus. Was ein Hippie. Merlon ist nicht hier. Wir müssen ja nicht zu klopfen. Ich sage, dass er nicht hier ist. Fuck, wait. Was zum? Warum schläft jemand vor meinem Haus? Moment mal. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Oh, vielleicht. Nein. Ja? Muss so sein, du bist Mario. Ich hab auf dich gewartet. Du hättest so früher kommen sollen, aber jetzt bist du ja da. Komm rein. Nice Box um deine Kugel. Wo soll ich anfangen? Mein Name ist Merlon. Bin Zauberer. Vor einigen Tagen habe ich gerade einen Stern gelegen, weil ich plötzlich eine Vision hatte. Ich habe vor, sehr wichtig ist, es betrifft dich. Aber vorher muss ich noch über andere Dinge mit dir richten. Das ist eine sehr lange Geschichte, aber ich werde dir kurz fassen. So soll ich anfangen. Vor langer Zeit, eine Erfahrung gerade auf dem Sternschirmgipfel. Eines Tages geschah plötzlich ein großer... Angesicht des Angesichts
Dann eine weit entfernte, wir fahren mal, hoffentlich, erstaunlich. Ja, doch, ja. Ja, so jung, ich glaube, Herzenmann. Und dann, so. Und dann hatten sie Sex mit dem Affen. Und das war dann alles. Hä? Hey, Mario, hast du überhaupt zugehört? Mann, na gut. Auf jeden Fall bin ich deshalb in der Lage, dir zu helfen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, komm nur zu mir. Mit einem kleinen Obolus zeige ich dir den Pfad, den du nehmen sollst. Dein Hauptziel muss es sein, Prinzessin Peach so schnell wie möglich zu retten, aber meiner Vision zufolge solltest du zuerst die Festung der Cooper-Brüder gehen. Um zu erreichen, geh auf die Straße vor dem Tothaus in Richtung Osten. Okay, wenn du das sagst. Wenn du das sagst, Dude. Okay. I'm okay with this. This is weird. Hellgrimer, so gefährlich. Weißt du, Kuba-Brüder zu gehen, wäre ein großer Fehler. Du wirst definitiv nicht gehen. Auf gar keinen Fall solltest du den alten Mern um Hilfe bitten. Wäre wirklich schlimm mit uns. Mal für dich, den gar nicht erst dran. Ein fucking Hammer, was ist deine fucking Sorge? Ich könnte dich zerquetschen. Ich könnte dich zerquetschen wie eine Maus. Wie die Kakerlake. Wie Salakis. Ich hätte schwören können, hier war mal was. Oder hier hinter. Nee, auch nicht. Was sagst du? Merkwürdige Toadsbrücke aus dem Ausgang von Toad Town? Das darf nicht sein. Das ist lächerlich. Das habe ich noch nie gehört. Noch nie. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Folg mir, ich muss mal sehen, was da vor sich geht. Das ist wie Salakis. Gesundheit, Salakis. Hält mal, warum lässt sich Mario von fucking Toads aufhalten? Gott, das klang auch rassistischer gegen Toads über, als ich wollte. Na, dass ihr nicht vorbei kannst. Zisch ab, Mann. Das sind doch gar keine Toads, oder? Oh, wow! Okay, that's racist. Ich will gar nicht, wovon du sprichst. Na, was soll der? Kannst du mich fragen, wie Schnucklige von Northern Toad? Zeig mal euer wahres Gesicht, mach mal. Spirit Bomb! Ah. Dachte ich's mir. Ihr seid die Cooper-Brüder. Wie hast du das herausgefunden? So eine Verkleidung war perfekt. Verdammt. Melanzo, Citronello, Gisnagno, Fuck Offo. Die Trüger waren niemand anderes als die Cooper-Brüder. Du musst die versteckte Festung der Cooper-Brüder verfolgen. Oh Mario, einen Teil der Zukunft habe ich dir noch verschwiegen. Um zur Festung zu gelangen, brauchst du Hilfe eines Coopers mit einem blauen Panzer. Das ist ein seltsames Omen. Im Cooperheim findest du vielleicht, was dir die Sache erklären wird. Du bist jetzt wieder nach Hause. Das ist scheiße hier draußen. Der Typ ist weird.